Ihr seht hier das Mobistel Sinus T2 und wir wollen uns die Kamerafunktion einmal anschauen. Da könnt ihr direkt hier vom Lockscreen schnell zur Kamera und ein Foto machen, wenn ihr quasi irgendetwas seht. Zufällig braucht ihr gar nicht die Kamera-App extra starten, aber wir haben hier keinen Auslösebutton, um jetzt ein Foto zu machen. Dann müsst ihr hier auf den Touchscreen drücken. Und das ist das Interface, schaut euch das einmal an. Ja, und dann seht ihr hier dieses Kamerasymbol, das heißt, wir sind gerade im Kameramodus, ihr könnt in den Videomodus oder Panoramamodus wechseln. Und dann haben wir hier die Lautstärkewippe, die nicht zum Zoomen benutzt werden kann. Da müsst ihr hier rüber gehen, über diese Leiste, die hier rechts ist, und da wischt ihr einmal drüber, um zu zoomen. Ihr könnt auch nicht per Pinch to Zoom zoomen, wie ihr sehen könnt. So, und jetzt erstmal nochmal kurz zur Kamera. Wir haben hier eine 12-Megapixel-Kamera, die Fotos in einer Auflösung von 4032x3024 Pixel aufnimmt. Wir haben ein doppeltes LED-Licht. Vorne seht ihr eine 1,3-Megapixel-Kamera, die Fotos in einer Auflösung von 1280x1024 Pixel aufnimmt. Hier wechselt ihr zur Frontkamera, wie ihr sehen könnt. Wie gesagt, hier löst ihr aus. Dann habt ihr hier oben links, seht ihr ein Symbol, das zeigt euch an, dass der Blitz automatisch angestellt ist, also auf automatisch. Wir haben hier einen Touch-Fokus und hier könnt ihr die weiteren Einstellungen vornehmen, zum Beispiel HDR an oder aus. Dann habt ihr hier Blitzmodus an, aus, automatisch. Weißabgleich könnt ihr machen, Tageslicht, Neonlicht, bewölkt und so weiter und so fort. Ihr habt hier Farbeffekt, Mono, Sepia, Negativ und so weiter. Szenen, die ihr auswählen könnt. Automatisch Nacht, Sonnenuntergang, Party, Porträt, Landschaft, Nachtporträt, Schnee, Foto, Feuerwerk, Action, Kerzenlicht. Ja, und hier weitere Kameraeinstellungen, Ort speichern, Belichtung, Selbstauslöser, Schärfe und so weiter und so fort. Dann habt ihr hier den Videomodus. So sieht er aus. Je nachdem, wie ihr das Gerät dreht, wechselt hier auch das Symbol. Wenn ihr ein Video macht, könnt ihr auch dabei zoomen, wie ihr sehen könnt. Panorama habt ihr hier noch. Und ich mache mal ein Foto. Dazu löse ich hier aus. Und der hat jetzt nicht scharf gestellt. So, jetzt gehe ich ein bisschen weiter weg. Da war ich ein bisschen zu nah dran. Und da oben seht ihr dann, wie das Foto in die Galerie kommt. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Fotos, die ich mit dieser Kamera gemacht habe. Wie gesagt, in einer Auflösung von 4032x3024 Pixel. Schaut euch das mal an. Wie immer ein paar Beispielfotos, auch von draußen, die ihr hier sehen könnt. Ich zeige euch jetzt auch nochmal ein Foto, welches ich mit der Frontkamera gemacht habe. Wie gesagt, 1,3 Megapixel und auch hier könnt ihr zoomen bei der Frontkamera, was eigentlich ein ganz cooles Feature ist. Das können nicht viele. Im Grunde benutzt ihr das ja meistens eh nur zur Videotelefonie oder wenn ihr jetzt eurem Schatz bei WhatsApp ein Foto von euch selbst schicken wollt. Die Einstellungen, die ihr im Video vornehmen könnt, sind ähnlich wie beim Foto, auch Blitz an oder aus. Dann habt ihr hier Weißabgleich, auch hier Farbeffekt. Effekte könnt ihr noch auswählen, große Augen, großer Mund und so weiter und so fort. Die sind ganz lustig. Zeitrafferintervall und hier weitere Einstellungen, Videoqualität, Hoch, Mittel und so weiter, Ort speichern. So, und ich zeige euch jetzt auch einfach mal ein Video von draußen, was ich mit dieser Kamera gemacht habe. So, dann zeige ich euch mal ein kleines Video mit dem Mobistel. Wie bereits erwähnt, ihr könnt, während ihr filmt, zoomen, wie ihr sehen könnt. Die Qualität wird dann natürlich um einiges schlechter. Hier habt ihr eure Galerie, da könnt ihr dann die Fotos anschauen, die ihr gemacht habt. Ich wähle jetzt einfach mal eins aus und wir gucken, wie das aussieht, beziehungsweise was ihr hier für Einstellungsmöglichkeiten habt. Diashow könnt ihr starten, bearbeiten, drucken, nach links drehen, rechts drehen, zuschneiden, Bild festlegen als zum Beispiel Kontaktbild. Wenn ihr bearbeitet drückt, dann habt ihr was für Möglichkeiten. Hier Einstellungen wie Aufhellen, Highlight, Schatten, Tontrennung, Schwarz-Weiß-Sättigung und drehen, rote Augen ausrichten. Ein paar Sachen, mit denen ihr hier rumspielen könnt.
Spiegeln zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, Sepia. Also ganz, ganz viel könnt ihr hier einfach einstellen.